Markus Söder, den wir hier gestern noch versucht haben anzukündigen, hat den Weg von dem Bundeskanzleramt ins Studio nicht gefunden, um über die Protokollnotiz noch mal des Landes Bayern auch zu reden. Aber umso besser, dass wir reden können mit denen, die ohnehin ein Problem haben mit dem, was die Regierung plant in der Migrationspolitik. Das ist die Linkspartei. Ich freue mich, dass der Fraktionschef der Linkspartei hier ist, Dietmar Bartsch, und der Fraktionschef einer der Ampelparteien, nämlich der FDP, Christian Dürr. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Herr Dürr, erst einmal, der Gipfel hat heute diese Milliarde herausgebracht, von der Christian Lindner die ganze Zeit behauptet hat, es gibt sie einfach nicht. Deswegen gab es ja auch gar keine Einigung. Es wurde immer gesagt, es gibt überhaupt gar kein Geld. Wo kommt die Milliarde plötzlich her? Ja, die Länder kommen ja von einer ganz anderen Position. Es sollte ja bei diesem Gipfel ursprünglich von Seiten vieler Bundesländer ausschließlich über Geld gesprochen werden. Und deswegen bin ich dankbar, dass eben nicht über Geld gesprochen worden ist zuvor. Dass die eine Milliarde ist ja im Vergleich zu dem, was der Bund bereits tut, etwa 16 Milliarden allein in diesem Jahr, was der Bund bereits zugesagt hat. Relativ wenig, zum Glück, denn wir müssen über was anderes reden, über eine andere Migrationspolitik, über mehr Klarheit und Ordnung in der Migrationspolitik. Und das war der Hauptgegenstand des Gipfels und das freut mich. Es freut Sie, dass man mit einer Milliarde quasi die Länder ruhig gestellt hat und dann zu den anderen Themen nicht gekommen ist? Genau, das wäre der falsche Ansatz. Man hat ja über die anderen Themen gesprochen. Frau Dreyer hat es in den Tagesthemen gesagt. Also es geht darum, dass man jetzt eine andere Migrationspolitik fährt als in der Vergangenheit. Robin Alexander hat vorhin, wie ich finde, ein gutes Beispiel genannt, nämlich die Staaten, die Balkanstaaten. In der Vergangenheit hatten wir da die Flüchtlingssituation. Und dann hat man über sichere Herkunftsländer, jetzt Moldau und Georgien, gesprochen. Und heute sind genau diese Länder ja Herkunftsländer für echte Einwanderer in den deutschen Arbeitsmarkt. Und das ist eigentlich der zentrale Punkt. Wir müssen es den Menschen, die nach Deutschland kommen wollen, um zu arbeiten, wesentlich leichter machen. Und wer hier keine Perspektive hat, der muss es leider, das sage ich so deutlich, schwerer haben, nach Deutschland zu kommen. Also das, was die Union und Seehofer nie hinbekommen hat. Wenn man sich an Seehofer noch mal erinnert, der hat damals, ich glaube, an seinem Geburtstag gefeiert, dass er Menschen abgeschoben hat. Die meisten von denen hatten einen Job in Deutschland. Wie absurd ist das denn? Wir müssen mehr Menschen in den Arbeitsmarkt bekommen, aber es kann keine Einwanderung mehr in die sozialen Sicherungssysteme geben. So, das ist die grundsätzliche Frage, die wollen wir diskutieren, aber Sie erlauben mir schon, dass wir die Ergebnisse von heute auch noch mal kommentieren. Die Milliarde, Herr Bartsch. Sie, also die Linke, ist ja in vielen Kommunen auch vor Ort. Reicht das? Ist das genau das, was Sie jetzt gebraucht haben? Ich finde, das war ein Gipfel der Enttäuschung. Die eine Milliarde war ja vorher eingepreist. Es war ja keine Überraschung. Das stand ja vor dem Gipfel fest, dass es die gibt. Man muss klar sagen, das, was Olaf Scholz gewollt hat, und er hat es ja auch so verkündet, das ist eingetreten. Und jetzt gibt es einen Verschiebebahnhof. Und die Kommunen werden weiter in der jetzigen Situation leiden. Man kann ja über vieles reden, was Flüchtlingspolitik, was Integration betrifft. Aber derzeit gibt es die Probleme mit Kitas, mit Schulen, mit Integrationskursen. Und deshalb ist das ein Abspeisen, das muss man klar so sagen. Aber die Länder haben ja keine Möglichkeit, das anders zu gestalten. Die Ampel hat eine Mehrheit, die entscheidet das. Und diese eine Milliarde, nun kann man ja sagen, das ist viel Geld. Ja, es ist relativ viel Geld. Aber wenn ich mir anschaue, dass über Nacht 100 Milliarden für ein Sondervermögen zur Verfügung gestellt werden konnte, das ging ganz schnell, dann ist diese eine Milliarde verdammt wenig. Und wir haben viele, viele Herausforderungen. Und ich sage, es war ein Verschiebebahnhof. Wir werden im Juni dieselben Probleme haben. Geht man zurück zu dem Vier-Säulen-Modell, wird man eine Situation haben, ein atmendes System, wie Herr Weil sagt. Ich fand, wenn auch sehr diplomatisch vorgetragen, haben sowohl Weil als auch der NRW-Ministerpräsident deutliche Kritik Wüst geäußert an den Ergebnissen. Und jetzt noch mal, um auf bei dem Geld einen Abschluss zu machen, rechnen Sie denn damit, dass das sozusagen das Letzte ist, was ausgegeben wird? Denn es ist ja auf Wiedervorlage. Im November wird man auch über das Geld noch mal reden. Es muss über das Geld noch mal geredet werden, aber wir kommen ja an eine andere grundsätzliche Frage. Es geht doch um den Haushalt für das nächste Jahr und es geht auch um den Haushalt für dieses Jahr. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das, was natürlich knallharte FDP-Politik ist, Schuldenbremse und Schluss, dass das nicht durchzuhalten ist. Wir haben so gewaltige Herausforderungen, dass ich sage, man muss auch darüber mindestens reden können. Wir können nicht sagen, erstens Schuldenbremse und dann schauen wir. Wir haben Herausforderungen im Gesundheitswesen. Wir haben so viele und auch hier im Moment eben sehr, sehr starke bei der Zuwanderung. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, die Milliarde ist nicht das letzte Wort. Wir kommen hoffentlich zu einem Systemwechsel. Es wird gewaltige Auseinandersetzungen in den nächsten Wochen geben. Und ich glaube, das wird von der Ampel so nicht durchgehalten werden können. So, die Milliarde ist nicht das letzte Wort und die Schuldenbremse soll fallen.
wenig überraschend kommt das von Herrn Bartsch. Ja, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Das ist ja bekannt. Wenig überraschend, glaube ich, auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Dietmar Bartsch und ich da andere Auffassung sind. Aber dass das nicht das letzte Wort ist, das wäre ja schon ein Kommentar wert. Bleibt es bei der Milliarde, also, oder kommt da noch mehr? Ist die Schuldenbremse nicht? Frau Merschberg, es gibt, glaube ich, zwei Denkschulen. Die einen sagen, wir machen statt Migrationspolitik und eine andere Migrationspolitik als die Vorgängerregierung, machen wir einfach das mit viel Geld. Ich glaube nicht, dass das ist nicht meine Position. Also, ja, aber das lieber Christian, das ist nicht meine Position. Wir müssen bei der Migrationspolitik deutlich verändern. Da glaube ich allerdings nicht, dass höhere Zäune die Lösung sind, das klar zu sagen. Kommen wir gleich drauf, ja? Aber also, bitte, Alexander hat auch das gesagt, ohne hier zu viel zu zitieren, aber das Geld ist endlich und Frau Merkel hat in einer Zeit regiert, als es krasse Haushaltsüberschüsse gab. Das ist nicht mehr der Fall. Wenn man jetzt sagt, wir machen das über Schulden, ich will nur mal eine Zahl ganz kurz als ehemaliger Haushaltspolitiker dazu sagen. Der Bund hat im letzten Jahr 3 Milliarden Euro an Schuldzinsen gezahlt für seine Bundesschuld. Das wird im kommenden Jahr auf über 40 Milliarden steigen. Das heißt, mehr Schulden bedeuten wesentlich mehr Zinsen, mit denen man keine Flüchtlinge versorgen kann, keine Bildungspolitik machen kann. Deswegen rate ich an der Stelle ab. Und in Wahrheit, und das als letzte Bemerkung zu der Frage, wer zahlt das? Ob das Bund oder Länder sind, ist übrigens den Steuerzahlern und Steuerzahler ziemlich egal. Die sind nämlich diejenigen, die zur Kasse gebeten werden. Deswegen andere Migrationspolitik und nicht einfach nur mehr Geld. Also wenn ich nur eine Bemerkung machen darf. Ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass je mehr Schulden, desto besser. Das ist nicht meine Position. Aber Prioritäten zu setzen, wofür geben wir es aus? Ich habe ein Beispiel gesagt, diese 100 Milliarden hat die FDP mitgemacht, ohne Probleme. Ist ja auch ein Sondervermögen, wenn es auch Sonderschulden sind. Ich könnte andere Beispiele sagen. Es ist eine Frage politischer Prioritätensetzung. Und ich sage, mit der Entscheidung lassen wir in besonderer Weise die Leute vor Ort, egal ob FDP oder Linke, die lassen wir im Stich. So, also wir haben, also ich lerne, dass wir noch mal wahrscheinlich auch über das Geld reden werden. Und jetzt reden wir über das, was auch eben angedeutet wird. Also die Asylpolitik, die an den EU-Außengrenzen entschieden werden soll. Herr Bartsch, erst einmal von Ihrer Seite aus, ist das das, was am Ende das Problem lösen wird? Wenn man überhaupt über Menschen als Problem reden. Es wird das Problem nicht lösen. Ich glaube, wir haben in einer Frage sogar Konsens, und das wäre die, dass die zentrale Frage ist, die Ursachen für Flucht und Vertreibung zu bekämpfen. Es ist nur zu einer leeren Worthülse geworden. Also es wird viel getan, das wäre ein anderes Thema. Aber ich war in der letzten Woche in Griechenland. Und da habe ich gesehen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Wir können noch so hohe Zäune bauen. Die Türkei entscheidet, wann welche Schiffe nach Griechenland kommen. Die kommen auf die Insel, völlig unabhängig, welche Grenzen dort geschaffen werden. Und wir können die Zäune noch höher bauen. Es wird nicht Flucht und Migration verhindern. Da bin ich wirklich bei dem Satz von Isaac Newton, der gesagt hat, wir müssen mehr Brücken und weniger Mauern bauen. Und Sie kommen aus einem Land, das Mauern hatte, das muss man dazu sagen. Das habe ich mir jetzt verkniffen, dass ich aus einem Land komme, was Mauern baut. Die haben auch nicht gehalten und das ist gut so. Herr Dürr, die Zäune hat auch Christian Lindner in den Mund genommen. Also Zäune und eben das Verfahren an den Außengrenzen lösen diese Frage. Ich will das Gesamtbild noch mal zeichnen, weil sonst wird es unrund, Frau Maischberger. Wir sind gerade dabei im Deutschen Bundestag. Wir sind gerade dabei im Deutschen Bundestag, ein neues Einwanderungsgesetz für Deutschland zu machen, weil das, was ich eingangs sagte, mir so verdammt wichtig ist. Deutschland braucht Einwanderung, aber in seinen Arbeitsmarkt, und zwar händeringend, allein um unseren Wohlstand zu halten. Wir müssen es schaffen, die Migration in Richtung des Arbeitsmarktes mehr zu lenken. Balkan habe ich vorhin als Beispiel genannt. Ja. Wir könnten weitere Länder anführen. Wir reißen da jetzt im wahrsten Sinne des Wortes Mauern und Hürden ein, damit es leichter wird. Aber ich sage auch in aller Klarheit, damit das gelingen kann, muss man an anderer Stelle auch eine andere Politik machen als in der Vergangenheit. Diese irreguläre Migration, die wir hatten in der Vergangenheit, korrigieren wir jetzt. Ein Gesetz haben wir auch beschlossen, schnellere Asylverfahren für Deutschland. Die Verwaltungsgerichte sollen schneller urteilen können. Die Länder werden jetzt gerade mit diesem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz aufgefordert, mehr Richter einzustellen, damit die Verfahren schneller gehen. Das ist auch fair. Wer keine Perspektive hat, dem sollte man nichts vormachen, sondern man sollte demjenigen sagen, wer Lust hat, hier zu arbeiten, wer Lust hat, sich zu integrieren, der ist herzlich willkommen in Deutschland. Mhm. Aber ein weiteres Beispiel, Frau Maischberger, wo ich den Vorschlag gestern gemacht habe, ich glaube, Deutschland sollte darüber nachdenken, statt der Geldleistung für Asylbewerber auch über Sachleistung zu reden. Das machen skandinavische Länder. Denn weil Sie glauben, es geht erst, wir sind ein humanes Land, gar keine Frage. Aber es geht darum, denjenigen Schutz zu bieten. Aber was nicht sein kann, ist, dass wir ein Magnet werden, weil wir direkte Geldzahlungen machen. Deswegen ist
mein Vorschlag, lasst uns bitte wirklich dieses Land endlich zu einem modernen Einwanderungsland in den Arbeitsmarkt zu machen. Aber das andere müssen Argumente. Wir begrenzen. Sie haben jetzt die Sachleistungen genannt. Die würde ich Ihnen gerne erst einmal hinspielen. Sachleistungen statt Geld, wenn es um Asylsuchende geht. Ich glaube, dass das nicht das Problem ist. Also erstmal, das ist ja eine zentrale Frage, wenn es um Asyl geht. Mhm. Ich bin strikt dagegen, dass wir das Asylrecht verändern. Und es muss weiterhin gelten für uns, schon wegen unserer Geschichte, dass wer Asyl beantragt... Das heißt aber nicht, dass man an der Außengrenze Verfahren machen kann. Ich habe nur gesagt, dass wir bei Rechtsstaatlichkeit bleiben müssen und dass ich das Asylrecht nicht verändern will. Das muss unbestritten sein. Dass wir ein modernes Einwanderungsrecht brauchen, ist auch für mich unbestritten. Da werden wir sicherlich streiten, was wir unter modernem Einwanderungsrecht verstehen. Aber was wir nicht machen dürfen, das ist doch der Punkt. Wenn wir zum Beispiel Länder, um mal wegzugehen von diesen, die immer besprochen worden sind, wie Afghanistan, wie Iran, wie Irak. Dahin können wir doch keine Menschen etwa ausweisen. Ist doch undenkbar. Ist auch Gott sei Dank undenkbar. Also der Seehofer, der kann doch nicht jetzt Politik der Ampel sein. Nein. Das kann doch nicht sein, dass wir da hinkommen, dass wir uns freuen, wenn am Geburtstag 62 Afghanen ausgewiesen werden. Das war werden. Absurd. So, eben, das ist völlig absurd. Und deswegen sage ich, den Humanismus müssen wir uns erhalten. Modernes Einwanderungsrecht. Ja, sogar Attraktion. Also ich kenne doch die Situation, wenn ich meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern nehme, wenn ich da in der Sommersaison bin, da werden Hände ringend und da geht es gar nicht um Fachkräfte, da geht es um Arbeitskräfte. Absolut. Für fast alles. Das ist die Situation. Und deshalb, ja, eine Kurskorrektur, aber nicht die Restriktion, Mauern und wir, das wird es genau ja, nicht wir sagen. Waren gerade bei der Sachleistung. Also statt, ja, dass man Geld ausgibt, gibt man Sachleistungen, damit man nicht attraktiv ist und viele der Flüchtenden wollen nach Deutschland, vielleicht auch deshalb. Das ist ja das, was dahinter steckt. Dass Deutschland ein attraktives Land ist, ist ja unbestritten. Stellen Sie sich vor, wir würden das Ziel haben, unattraktives zu werden, dann würde keiner mehr kommen. Das kann ja niemand haben. Und ich bin nicht dafür, dass wir übergehen etwa zu reinen Sachleistungen. Das ist meines Erachtens der falsche Weg. Das ist auch nicht der Grund, weshalb Menschen fliehen. Mhm. Schauen Sie sich mal an, warum fliehen die Leute aus Afrika? Doch nicht, weil es in Deutschland Geldleistung gibt. Das ist doch absurd. Wer diese These vertritt, die machen sich kundig, wo gibt es Geld, wo gibt es Sachleistung. Das ist doch wirklich nicht die Wahrheit. Die Leute fliehen. Die fliehen wegen des Klimawandels. Die Leute fliehen, weil es Kriege auf dieser Welt gibt, wo wir einen schönen Beitrag leisten mit unseren Rüstungsexporten. Das ist die Situation. Da müssen wir drüber nachdenken. Die gucken doch nicht, wenn sie da aus dem Senegal fliehen oder wegen meiner aus Mali sagen, die gibt es in Deutschland eigentlich Geldleistung, deswegen gehe ich. Das ist absurd. Wir tun immer so, als wenn das der Grund ist. Ich bin ja gerne bereit, die über Argumente diese Dinge zu reden und das wird ja im Übrigen in den Ländern durchaus unterschiedlich gehandhabt, aber das ist nicht der zentrale Punkt. Das wird in Deutschland als Punkt und das stärkt im Übrigen die, die wir beide nicht wollen. Und das will ich nicht. Das will ich überhaupt nicht. Also, es gibt einen Vorschlag übrigens, Herr Dürr, der, wenn wir das aufgreifen, was Sie beide ja auch besprechen wollen, Migration ist das eine und eben der Fachkräftemangel oder der Arbeitsmangel in Deutschland ist das andere. Aus der Partei von Herrn Bartsch, Herr Ramelow, der Ministerpräsident, hat den Vorschlag gebracht, dass man bei denen, die jetzt 3 Jahre hier sind, also seit der letzten großen Ankunft von Flüchtenden, dass man sagt, wenn die sich da jemand nichts hat zu Schulden kommen lassen, dann lasst uns doch die nehmen, die schon da sind, die wir vielleicht nicht abschieben können, aus welchen Gründen auch immer, und öffnen wir den Arbeitsmarkt für die. Was hätten Sie dazu zu sagen? Was wir mit dem Chancenaufenthalt im letzten Jahr bereits getan haben. Wir haben ja im Chancenaufenthaltsgesetz genau das festgeschrieben. Diejenigen, die eine Duldung haben, das heißt hier sind, nicht abgeschoben werden, sondern geduldet in Deutschland sind, aber gleichzeitig ein Arbeitsverbot haben, gut integriert sind, sogar die deutsche Sprache teilweise gelernt haben und sich haben nicht zu Schulden kommen lassen. Die haben seit letzten Herbst in Kraft getreten in diesem Jahr, die haben die Möglichkeit zu arbeiten. Endlich. Das haben wir mit forciert, gerade als FDP innerhalb der Regierung. Jetzt müssen wir nur an einer Stelle aufpassen, Frau Maischberger. Wenn wir anfangen, das Asylsystem sozusagen super attraktiv zu machen als alternatives Einwanderungssystem, das wäre der falsche Weg. So. Wir haben mit dem Chancenaufenthalt denjenigen geholfen, die über das alte verkehrte System der Großen Koalition gekommen sind. Denen haben wir eine Chance gegeben, wenn sie sich an Recht und Gesetz gehalten haben und einen Job finden konnten, hier zu bleiben. Aber ich möchte nicht das Asylsystem dafür nutzen. Dafür wird es ein neues Einwanderungsrecht geben. Und da ist jeder herzlich willkommen, der sich integrieren will und hier arbeiten will. Ich will zumindest die eine Bemerkung machen. Das, was Bodo Ramelow vorschlägt, das ist ja ein Spurwechsel, wie er das auch bezeichnet. Dass diejenigen, die im Asylverfahren sind, nach dieser Zeit
Zeit aus diesem Verfahren rauskommen können und dass sie in ein anderes Verfahren eintreten. Das ist sein Vorschlag. Ich finde das vernünftig, mindestens erwägenswert. Mhm. Und ich finde auch, dass darüber geredet werden sollte. Mindestens. Das ist im Übrigen ein Vorschlag, wo man bis Juni oder bis November drüber reden könnte und dann sagen, machen wir in dieser oder jener Form. Ich finde, dass sich da ein Ministerpräsident mit einem Sachvorschlag sehr vernünftig eingebracht hat. So. Ja, über die Frage des Spurwechsels haben wir im Koalitionsvertrag ja auch geredet. Das sind ja Dinge, die man im Einwanderungsrecht vernünftig regeln kann. Ich möchte nur vermeiden, dass das Asylsystem sozusagen eine Umgehung dessen wird, was wir in Wahrheit wollen, nämlich ein modernes Einwanderungsrecht, so wie Kanada es beispielsweise Herr Bartsch, hat. Ich glaube, die Linke hat als Alleinstellungsmerkmal im Parteiprogramm noch stehen, Schutzsuchende dürfen nicht abgewiesen werden. Warum? Wir fordern offene Grenzen für alle Menschen. Wenn Sie sich die Situation heute angucken, würden Sie diesen Satz noch mal in das Parteiprogramm schreiben? Also das Programm davor, für das ich zuständig war, mit, da stand wir für Menschen in Not. Und das ist auch weiterhin meine Position. Ich finde allerdings dieses erste Zitat, was Sie vorgelesen haben, das teile ich unbedingt. Schutzsuchenden müssen wir und werden wir aus humanistischen Gründen, aus unserer christlich-jüdischen Tradition, muss sich ergeben, dass wir für die immer ein sicherer Hafen sind, ohne Wenn und Aber. Aber was nicht ist, das wird ja immer interpretiert, was ja völliger Unsinn ist, aber wird immer interpretiert, die Linke will das möglichst, wie viele Milliarden gibt es auf der Welt? 8 Milliarden nach Deutschland. Das ist ja dummes Zeug. Das ist ja dummes Zeug, das will niemand. Es manche aber in Ihrer Partei, die das etwas anders intonieren, sage ich mal ganz vorsichtig. Es gibt manchmal andere Intonationen. Es gibt also, die ist relativ breit bei uns in dieser Frage. Aber wir haben eine klare Position, also eine ganz klare Position, dass wir diese humanistische Haltung behalten sollten, dass wir als Deutschland eben ein Einwanderungsland ist, was eine Normalität ist und dass wir auch eine Willkommenskultur haben sollten. Also ich bin ja im Gegensatz zu dem, was eben gesagt wurde, dass das alles so ganz schlimm war bei Frau Merkel, das teile ich ausdrücklich nicht. Ich finde nicht, dass die Koalition sich in besonderer Weise jetzt am Seehofer ein Beispiel nehmen sollte. Das tut sie? Nein. Mit den Zentren an den EU-Außengrenzen? Naja, ich sprach ja eingangs von Klarheit und Ordnung und sagte, dass Horst Seehofer Menschen abgeschoben hat, die hier einen Job hatten. Und das war absolut falsch. Nochmal, es geht darum, dass Menschen dann auch gut integriert sind, wenn sie in Arbeit sind, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen. Und insofern ist das der Kurs, den wir ja auch maßgeblich mitbestimmt haben als FDP in der Ampel, der uns so verdammt wichtig war. Denn wir sind auf Einwanderung nochmal wirklich händeringend angewiesen. Aber deswegen muss man die Migration in die sozialen Sicherungssysteme begrenzen und darf dann nicht übermäßig attraktiv sein. Es muss attraktiv sein, nach Deutschland zu kommen, um zu arbeiten. Wer tatsächlich in den letzten Monaten zuhauf gekommen ist, also wirklich, das ist ja die große Zahl, die im Raum steht, das sind die Flüchtlinge aus der Ukraine, die auch eben einen ganz anderen Status sofort bekommen. Herr Bartsch, keine Asylbewerber, das muss man sagen. Keine Asylbewerber. Richtigerweise. Über 1 Million, das ist ja das, was viele jetzt auch als riesige Herausforderung haben. So, und da gibt es ja dann viele Stimmen, gerade bei Ihnen in der Partei, die sagen, wir müssen versuchen, diesen Krieg auch zu beenden. Natürlich, weil es Leid gibt an der Front, aber eben auch mit Blick eben darauf. Gehören Sie zu denen, die sagen, Waffenstillstand jetzt sofort und Verhandlungen? Also ich bin selbstverständlich dafür, dass es möglichst schnell einen Waffenstillstand gibt. Das Gegenteil ist weiter Krieg führen. Natürlich, wir müssen eine Lösung finden. Und je eher es einen Waffenstillstand gibt, desto besser. Es ist im Übrigen auch zynisch den Leuten gegenüber. Hier wird immer so getan, als wenn die Ukrainerinnen und Ukrainer, die dort in dem Kugelhagel leiden und in dem Raketenhagel, dass die das alles so toll finden. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Ich sage damit ja überhaupt nicht. Und es ist ganz klar, wer der Aggressor ist. Es ist ganz klar, wer zu verurteilen ist. Und natürlich ist das Einfachste, dass Russland seine Truppen zurückzieht. Nur das wird nicht sein. Ich will nicht, dass Eskalationspotenzial immer weiter angeheizt wird, sondern wirklich auch aus Gründen des Humanismus und vor allen Dingen der Beendigung des Krieges, das hat zunächst mit den Flüchtlingen nichts zu tun, das wäre eine Resultante, dass das beendet wird. Und ich wundere mich, dass es keine europäische Friedensinitiative gibt. Es gibt aus Brasilien, selbst die chinesische hat, da hat Herr Zelensky gesagt, das ist ein interessanter Vorschlag. Zelensky, also nicht irgendwer anderer. Deswegen mehr Initiativen in diese Richtung kann jeder nur wollen. Denn niemand sagt doch, der Krieg muss fortgeführt werden. Ist doch absurd, das sagt kein Mensch. So, hoffe Initiative ich jedenfalls. Zum Waffenstillstand kann man jeder nicht wünscht sich Frieden morgen, das ist doch überhaupt gar keine Frage. Aber mit Verlaub, das, was viele dort aufbauen, die sowas sagen, ist in Wahrheit eine Chimäre. Dieses Land wird akut bedroht. Dort werden Menschen ermordet, dort werden Frauen vergewaltigt. Das muss man in der Deutlichkeit so sagen. Aber zu sagen, dann reden wir mal, versuchen wir zu reden, während gleichzeitig Angriffe stattfinden. Nein, der Kurs
Deutschlands, der Kurs Europas und der gesamten NATO ist absolut richtig. Und es ist wirklich, wie ich finde, ein Glück der Geschichte, dass der gesamte Westen hier zusammensteht und sagt, wir wollen gemeinsam die Ukraine verteidigen und sie dabei unterstützen. Ja. Man darf das Selbstverteidigungsrecht eines souveränen Staates nicht absprechen. Und ich habe ohne jede Frage. Lieber Herr Dürr, ich würde niemals der Ukraine das Selbstverteidigungsrecht absprechen. Aber diese These zu sagen, wir stehen so lange, egal koste es, was es wolle, hat eine zynische Komponente. Was ist denn die Alternative dazu? Wir stehen nicht mehr an der Seite der Ukraine. Das kann es nicht wer sein. Sagt denn das? Also gerade haben wir über Flüchtlinge geredet. Ja. Jetzt können wir über Geldzahlungen reden. Das ist überhaupt gar keine Frage. Selbstverständlich müssen wir an der Seite der Ukraine stehen. Und trotzdem, wie beenden wir denn diesen Krieg? Darf ich da an der Stelle einhaken? Natürlich, weil es gab jetzt gerade am Tag des Sieges in der russischen Botschaft hier in Berlin eine Einladung, eine Feier. Und es gab relativ wenige Menschen, die sozusagen ihre Solidarität gegenüber Russland in diesem Moment gezeigt haben. Darunter war Gerhard Schröder, darunter war Herr Gauland von der AfD und darunter war Klaus Ernst, der ehemalige Parteichef der Linken. Ja. Fanden Sie das eine gute Idee, dass wir da hingeht? Fand ich keine gute Idee. Ich bin selbst da nicht hingegangen. In früheren Jahren, ich glaube, wir sind alle eingeladen. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich war nicht eingeladen und ich wäre auch nicht hingegangen. Ich müsste das prüfen, aber ich brauche da gar nicht drüber nachdenken. Ich müsste es prüfen, ob ich eingeladen war. Das ist aber wirklich nicht der Punkt, dass ich in dieser Situation da niemals hingehe. Ist doch völlig unbestritten. Da darf es auch überhaupt kein Nachdenken geben. Und dass Klaus Ernst da war? Das finde ich falsch. Das finde ich grundfalsch, in dieser Situation dorthin zu gehen. Okay. Ich wiederhole nochmal, ich bin dafür, dass der Krieg schnellstmöglich beendet wird. Und ich bin dafür, und man wird am Ende ihn nur über Verhandlungen beenden können. Alles andere ist absurd. Russland hat immer noch so viele Eskalationsmöglichkeiten, dass es verheerend für das Land ist. Die Zerstörungen sind gewaltig. Und nochmal, wer der Aggressor ist, dass ein furchtbarer Krieg dort stattfindet, das ist alles unbestritten, das wird verurteilt. Und das sage ich als jemand, der mit Ukrainern und Russen zusammen in einem Studienjahr war und eine Aspirantur gemacht hat. Ich kenne die Situation und weiß, wie sie heute übereinander denken. Das ist alles das ganz war aber das klare Wort, was ich zu dieser Frage von Ihnen hören wollte. In Ihrem Feld, im Parteifeld der FDP, liegt ein anderes Thema, und das betrifft einen Koalitionspartner. Das betrifft die Vetternwirtschaft, den Vorwurf, der gegen Robert Habeck, den Wirtschaftsminister, ausgesprochen wird, und seinen Staatssekretär Patrick Greichen, der einen Trauzeugen in eine Spitzenposition bringen wollte. Heute gab es eine Anhörung, heute gab es ein Statement von Robert Habeck, der gesagt hat, nein, er wird diesen Staatssekretär nicht entlassen. Die Kritik kommt auch aus der FDP an diesem Verfahren. Also sind Sie der Meinung, das ist eine richtige Entscheidung? Ich glaube, das Verfahren, das ist doch allseits jetzt klar, das ging gar nicht. Man kann nicht seinen Trauzeugen in ein Amt heben. Einer Bundesagentur, das ist ein absolutes Unding, keine Frage. Es ist am Ende an Robert Habeck, das zu entscheiden. Es ist sein Staatssekretär, er hat ihn ernannt. Was ich mir jetzt wünsche, Frau Maischberger, ist, dass da volle Transparenz herrscht. Ich hätte mir auch gewünscht, dass beispielsweise die Sitzung heute öffentlich ist. Das ist dann leider nicht passiert. Kurzum, das geht sicherlich auch in Richtung von Robert Habeck, das muss glasklar aufgeklärt werden. Wenn der Eindruck entsteht, einer Selbstbedienung sozusagen des Staates durch eine Bundesagentur, die da durch den Bund finanziert wird, das ist etwas, was nicht entstehen darf. Haben Sie noch Fragen? Also der Eindruck entsteht, Herr Dürr, was heißt denn der Eindruck entsteht? Das ist genau Selbstbedienungsmentalität. Wir sind wahrscheinlich in der Kritik. Also das ist doch absurd gar nicht, zu sagen. Gar nicht auseinander. Ich will es mal sagen, was das Arbeitsverhältnis von Herrn Greichen betrifft, das ist Sache von Robert Habeck. Ich bin ja Fraktionsvorsitzender der FDP und habe keine Möglichkeit, irgendjemand zu entlassen oder nicht. Aber das ist für mich ist klar in dieser Koalition, wir wollen Transparenz bei solchen Dingen. Das hätte nicht passieren dürfen. Und welche Konsequenzen gezogen werden müssen, das muss Robert Habeck entscheiden. Sind Sie mit dem Tag heute zufrieden? Also Robert Habeck hat ja gesagt, es sind alle Fragen geklärt. Das ist ausgeräumt. Und deswegen hält er an diesem Staatssekretär. So habe ich ihn auch nicht verstanden. Er hat vorhin, glaube ich, auch noch mal im Fernsehen angekündigt, dass das glasklar aufgearbeitet wird, auch wie es dazu kommen kann. Und das kommen konnte. Und das erwarte ich auch als Koalitionspartner. Gut, dann gucken wir, wie das ausgeht. Und danken. Vielen Dank, Christian Dürr, dass Sie heute hier waren, und Dietmar Bartsch, um über Flüchtlinge und andere Dinge zu reden. Herzlichen Dank. Dankeschön.